Hallo liebe Jagdfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Hunter-Jagder-Folge. Heute sind wir auf Silver Ridge Peaks unterwegs und das hat gleich zwei coole Situationen geschaffen für uns. Welche das genau sind und was in der Session sonst noch so passiert ist, habe ich wie immer für euch zusammengeschnitten. Schaut also einfach mal rein und wenn es euch gefällt, bitte den Like nicht vergessen. Viel Spaß, ihr Lieben. Er hat doch gerade was gepafft, oder? Ah, da pafft, da läuft der Piff-Paff. Da läuft der Piff-Paff. Er ist mal ganz schön schnell unterwegs. Oh, bis 987 Kilogramm. Na, das ist eine Ansage. Doch ganz gerne mal treffen. Allerdings anders, als ihm das wahrscheinlich lieb ist. Ah, seitlicher Einschlag war da. Jetzt mal die Frage. Ah, ich weiß, dass du mich da... Elisierst. Ah, der kippt gleich. Mist! Jetzt rennt er weg. Nee, er kommt. Er macht es mir ein bisschen leichter. Der fällt nämlich gleich um. Das ist ja auch das, was dann in dem Moment wirklich angenehm ist, wenn der Schuss seitlich gut sitzt und das Tier einfach umkippt. Vielleicht hat er auch nur einen Knicks aus Ehrerbietung gemacht. So, das ist aber ein schönes Goldtier. Halleluja. Wie viel gut ist es denn? Das ist schon... Also Mittelpunkt, so zwischen Gold und Diamant, ne? Gut. Aber hellgrau. Erinnert ihr euch an das letzte Mal, als wir ein Razorback auf Terra Voa hatten? Das braun war und schwarz aussah? Hier steht jetzt hellgrau. Es sieht aber nicht hellgrau aus. Es sieht einfach nur braun für mich aus. Farbsehschwäche? I don't know. Ich habe das Gefühl, irgendwie die Farbgebungen hier in dem Spiel sind ein bisschen anders, als ich sie gewohnt sein sollte. Ja. Für dich habe ich doch den Blurkrufer extra geholt. Ah ja, guck mal, da kommen schon welche an. Oben flitzt er lang. Ah, wenn er da lang geht, dann haben wir gute Chance. Da liegt unser Schätzchen. Ist nicht weit gekommen, war auch nicht weit weg, als ich abgeschossen habe. Was haben wir denn da? Ein Blondie. Mhm. Ein Blondchen. Schön. Doppellunge und Herz. Oh, alle drei wichtigen Organe getroffen. Na, endlich gibt's mal was zu tun hier. Da drüben werden die Helden geschmiedet. Oh ja, da ist ein schöner dabei. 180 Meter. Müssen wir gucken, ob wir den von vorne eventuell erwischen. Birne ein bisschen drehen. Ja. Das war eindeutig. Das ist aber nur Silber gewesen, tatsächlich. Lunge und Herz. Hallo! 300 Meter, das müsste doch machbar sein. Das sieht so aus, als ob es machbar war. Ja, liegt im eigenen Saft. So wie der Thunfisch in der Dose. Oh, was ist denn da unten? Ein Truthahn! Ach Gottchen. Auf 300 Meter. Das kann lustig werden. Bei einer 150 Meter Nullung. Probieren wir es mal aus. Gar nicht mal so schlecht. Ja! 300 Meter. Na gut. Dann holen wir uns mal den Gabelbock ab und holen wir uns mal den Pfau ab. Truthahn, nicht Pfau.
Ein schöner. Auch hier wieder eine tolle Kombination aus Farben in Kombination mit dem Hörnchen obendran. Schick. Ach Gott, da sind ja mehr Gubbels. Ach ja, eine ganze Großfamilie. Schau mal. Das kann ja lustig werden. So, wie viel haben wir denn da hinten erwischt? Ist auf jeden Fall sehr, sehr grell. Ich denke mal, 3 Stück dürften es mindestens sein. Ach, schau mal. Ist auch allen Grund, nervös zu sein, mein Freund. Ich setz nochmal einen nach. Müsste besser gewesen sein. Hoffe ich. Ah, ich glaube, der zweite war besser. Der erste war, keine Ahnung, Halsmuskel oder sowas in die Richtung. Kommen wir auch gleich vorbei. So. Höhe 1, 2. Also bestimmt noch ein dritter dort irgendwo. Und hier vorne mein erster. Mein erstgeschossener. Ein Weibchen Silber. Aha! Willst dich wohl wieder zurückschleichen? Ja. Pass mal auf, du. Hab dich. Da ist auch noch was, oder? Nee, falscher Alarm. Muss wohl ein Ast gewesen sein. Ja, jetzt liegen da 3 Stück. 1, 2, 3. Halt, da oben läuft noch was. Ich sehe es genau. 2 Stück. Braucht gar nicht losfliegen, ihr fällt sowieso runter. Ja, da liegen beide. Also ich glaube, wir haben die ganze Truppe einmal weggeholt. So, ein goldenes Männchen. Gerade am Putzen gewesen, als er den Schlag kassiert hat. Der Arme. Dann haben wir hier noch was. Dürfte ein Weibchen sein. Bronze, ja. Sogar zweimal kassiert. Einmal in den Fuß und in den Flügel. Dass das nur noch seitwärts umkippt, ist ja irgendwie logisch dann. Da haben wir noch ein Weibchen in Silber. Und hier haben wir ein Weibchen in Silber. Hat auch einen Fuß weggeschossen. Ja, sehr schön. 6 Stück hier an der Ecke. Plus der eine weiter vorne, 7. 7 Truthähne. Es gibt ein Festmahl. Also wer noch was braucht für einen Ofen oder so, sagt Bescheid. Das waren alles Weibchen. Ein Kerle und 5 Weibchen. Ich auch mal eben ab. Lungenflügel rechts haben wir als erstes getroffen. Oh, das war ein guter Treffer dann. Der zweite war nicht mehr so schön, aber der erste zählt in dem Fall. Lustigerweise habe ich genau andersrum es angenommen. Ich dachte, der erste Schuss war mehr und der zweite war besser. Hauptsache einer war gut, das ist das Wichtigste. Das ist ein schöner Brummer dazwischen. 300 Meter, das steht gut. Aber nicht ins Wasser laufen, Kumpel.
Oh, guck mal, da drüben steht auch noch einer. Bis 197, warte mal, bis wohin gehen die denn? Bis 221, der ist auch relativ groß, der Kollege. Könnten wir uns auch noch von der Seite aus... Ach, guck mal an. Ein paar Meter weiter und schon haben wir hier ein Riesenaufkommen. So, da liegt der eine. Jetzt gucken wir, dass wir den anderen vielleicht auch nochmal gut treffen. Das müsste eigentlich gesessen haben. Ja, er ist aggressiv, aber steht etwas ungünstig, um einen Angriff zu leisten. Nachgesetzt. Den werde ich mir mal zur Sicherheit markieren. Den auch wiederfinde. Dann laufen wir jetzt von rechts rum ran. Holen wir zunächst den einen und dann den anderen. Ach, da kommt ja einer wieder. Oh, der hat auch eine gute Wertung. Schneller, 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 schneller. Gleich einen hinterher. Das müsste ausreichend sein. Vielleicht war es doppelte Lunge. Auf jeden Fall die drei größeren Männchen aus der Truppe rausgeschossen. Genau, komm mir ein bisschen entgegen. So, damit hätten wir vier Stück. Einmal Silber. Das da hinten müsste auch Silber, wenn nicht gar Bronze sein. Das ist auch Silber geworden. Der erste Schuss war gut, der zweite war dann Magen. Darm, nicht so wichtig. Oh, der war sogar golden. Schön. Aber auch nur knapp drüber. Wie gesagt, wenn die solides Gold bis Diamant hinlegen wollen, dann müssen die schon bis an die 1200 Kilogramm aufbringen. Und die haben wir leider hier weder an der einen noch an der anderen Ecke erhalten. Ich glaube, hier in dem Eckchen haben wir soweit alles Wichtige weggeholt. Das ist auch nochmal eine Silberwertung. Oh, was liegt denn da oben? Nervöser Puma. Ja, das ist zu Recht nervös, das Tier. Scheint ein Treffer geworden zu sein. Hm, wir gucken mal. Ja. Silberweibchen, da haben wir doppelte Lunge getroffen. Auf 230 Meter. Ja. Das nehmen wir so. Sieht schön aus. Gemütliche Pose.
Da hinten gerade was Interessantes gesehen. Ach, schau mal. Bis 424er Wertung. Reicht immer noch nicht. Aber sieht krass aus. Toller Aufbau. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir den irgendwie erwischen. Ich weiß auch nicht, ob die sich locken lassen werden. Auf jeden Fall, hier liegt schon mal einer. Und dummerweise genau über die Kante, da komme ich so nicht ran. Der ist nur Silber tatsächlich. Die haben auch eine relativ weite Range tatsächlich bei den ganzen Wertungen. Und hier mal guckt, zwischen Silber und Gold allein ist es die doppelte Anzahl fast an Punkten. Ja, da ist er. Ah, ich sehe ihn. Könnte gereicht haben. Ja, hallo, hallo. Hellgrau Goldwertung. Was ein schönes Tier. Hat aber auch noch einen ganzen weiten Weg nach oben gehabt. Also da ist noch einiges offen. Da ist noch einiges offen gewesen. So, wollen wir mal unser Glück versuchen? Das sieht doch mal ganz interessant dort aus. Das scheint auch gereicht zu haben auf 300 Meter. Gut, gut, gut. Warum nicht? Ich halte mich ja schon lange nicht mehr bei Gubbeln zurück. So, hier haben wir einen schönen goldenen Maultierhirsch. Oh, der hat eine gute Wertung. 242. Ist auch einer. Noch ein 7er, sehr schwer. Ist ein anderer diesmal. Also ich komme mir schon manchmal getrollt vor, ne? Aber das war jetzt gerade irgendwie übertrieben. Gute Goldwertung hast du. Augen, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, hell. Wiggle, 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 wiggle. Nee, schönes Tier. Klasse. 7 sehr schwer männlich, 83 Kilo hellbraune Farbe, Goldwertung. Ja. Aha, oh, ein 5er. 242 bis 290er Wertung. Ey, das sieht gut aus. Das Ding ist safe Diamant, Leute. Wisst ihr das eigentlich? Ab 221 fängt eine Diamantwertung beim Bison an. Und der Kollege, der da unten liegt, der fängt bei 242 an, also 21 Punkte über Diamant. Jetzt wird's spannend. Pack eine 300 Meter drauf. Kann sein, dass wir Muskel getroffen haben.
müssen wir uns angucken, hilft nichts. Hinten ist er. Interessant vor allem, dass er noch gar keine Leben verloren zu haben scheint. Muss jetzt gereicht haben. Wenn nicht, dann ist es leider nur eine Goldwertung. Und da ist unser Diamant, Leute. Schön, wir haben mit dem zweiten auf jeden Fall gerettet. Den zweiten Schuss haben wir es auf jeden Fall gerettet auf Lungenflügel noch. Der erste, können wir gerade mal gucken hier. Der erste sollte in den Lungenflügel, ist aber am Schulterblatt hängen geblieben. Erst mit dem konnten wir nichts retten, aber der zweite Schuss hat auf Lungenflügel in ganzer Breite einmal getroffen, zum Glück. Und er war voll am Humpeln, ja natürlich, weil sein Schulterblatt voll lediert war hier oben. Der hat also ganz schön noch federn lassen müssen, bevor wir ihn final gelegt haben. Ja, 24 Punkte über Diamantstatus und glatte 1200 Kilogramm. Die volle Gewichtsdröhnung. Also schwerer geht scheinbar nicht, ne? Schwerer geht scheinbar nicht. Wir haben das Maximum rausgeholt. Schönes Tier. Geil. Cool, dass wir nach all den Großen dann auch einen noch größeren erwischt haben. Ah, Bärchen. Ich sehe dich, mein Großer. Ja, der Bär liegt auch. Hallo. Grüß dich. Ja, Silber, ne? War halt noch ein bisschen klein. Aber die Lunge haben wir voll gepierst. Komplett auf der rechten Seite zerlegt. Und davor steht direkt links. Wieder einer bis... Oh, hier ist wieder einer bis 1200 Kilo dabei. Bis 232 Wertungspunkte. Das heißt, der ist tendenziell auch wieder 11 Punkte über Diamant. Und sie stehen ruhig und lassen sich momentan nicht scheuchen. Das heißt, wir hätten hier eine Möglichkeit, einen guten Schuss zu platzieren. Ja, so langsam sind wir auf 200 Meter ran. Versuch jetzt mal langsam einen Baum anzulaufen. Wir sind auf 150 Meter ran. Ich mach's ein bisschen anders. Ich krabb mich nochmal rüber. Geh mir voll auf Lunge. Das war aus einer sicheren Position heraus. Oh, der steht aber gut zu uns. Jetzt den Kopf noch dreht, dann können wir den Schuss auch perfekt machen. Ja, nicht mit dem Kopf schütteln, du sollst ihn drehen. Ja, doch. Diese Widerrede bei diesen Tieren. Ach. Das Problem ist, ich versuche ja möglichst weit jetzt. Na. Ich versuche ja möglichst weit da anzusetzen. Auf Lunge. Oh. Welcher war denn das jetzt? Da hinten. Ach nee, der ist down. Ach Gott, ich habe den falschen gerade im Fokus gehabt, deswegen. Nee, unserer sieht gut aus. Der Schuss war in Ordnung. Der ist auf Lunge ausgeblutet. Aber ich sehe seine Spur und da liegt er auch schon. Puh, sehr schön. Also den ersten wird es nicht toppen mit 1200 Kilogramm, aber wieder mal schön wuchtig aus. Machen wir ein Foto von. Es ist noch ein Diamant geworden. Das gibt's ja gar nicht. Der zweite Diamant Prairie Bison. Der zweite Bison Diamant. Das gibt's nicht. Oh Gott. Und das bei gerade mal 11 Punkten drüber. Das ist echt krass. Der zweite. Ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Ach krass. 50. Die Spur wollte ich, aua.
Au! Drecksack. Weicht man schon extra aus, ne? Und die schaffen es trotzdem. Schieß ich mir einfach den da. Wieso ist er stehen geblieben? Das ist interessant. Er steht auch einfach nur blöd rum. Ach komm. Ach, jetzt wohl ein schlechter Witz. Boah, guckt euch das Geweih an. Aber es ist halt schade, weil ne, es nimmt halt so ein bisschen den Spielspaß, wenn die Tiere einfach nur blöd vor dir stehen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Da könnten sie sich ruhig nochmal einen Fix setzen, dass das endlich mal vernünftig behoben wird. Das hatte ich jetzt bei Kaffernbüffeln in Afrika, das hatte ich jetzt bei Wölfen in der Midwest-Tiger und das habe ich jetzt bei denen hier auch. Wie toll ist das nicht? Aber dafür ist ein tolles Tier. Das war die heutige Folge der Hunterjagd-Erfolge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Welcher Abschluss der Session hat euch eigentlich persönlich am besten gefallen? Ich würde mich über eine Rückmeldung in den Kommentaren sehr freuen und hoffe, euch auch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe!